Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Hallo, ich bin's, der Phil. Und heute gibt es mal wieder ein Counter-Strike Global Offensive Video. Und zwar deswegen, weil Dust 2 wohl die bekannteste Map aller Zeiten, nicht nur für jeden Counter-Strike-Spieler, egal welche Version, sondern insgesamt für alle FPS-Spieler. Das ist auf jeden Fall einfach ein Klassiker. Und Dust 2 wurde ja im Februar aus der normalen Rotation rausgenommen und dann haben sie gesagt, okay, alles klar, wir werden das ein bisschen umarbeiten. Das ist jetzt bei Dust 2 genau das Gleiche. Wenn ihr jetzt gleich reinspringt in Counter-Strike Global Offensive und euch wundert, hey, ich habe kein neues Dust, ich erkläre euch gleich, wie man das aktivieren kann. Dust 2, die neue Version, ist raus seit ein paar Stunden und ich dachte mir, wir gucken uns das mal an, was die aus dem neuen Dust gemacht haben. So, hier seht ihr hier, das neue Dust hat, wobei das Layout sieht doch sehr, sehr ähnlich aus. Aber das war ja schon mal so. Inferno wurde ja auch komplett überarbeitet und bei Dust 2 wird es nicht anders sein. Wahrscheinlich werden sie es neu gebalanced haben. Im Hintergrund sehen wir schon Bombsite B. Und das sieht ja schon ganz anders aus, allein schon von den Texturen. So, gleich mal reinschauen. Wir fangen auf T-Seite an. Okay. Wow. Das sieht. Erstmal ist es viel heller. Ist viel heller. Hier ist jetzt kein brennendes Fahrzeug mehr, sondern ein guter alter Mercedes. Ja, das haben sie schon ziemlich umgearbeitet, einfach nur vom Aussehen her. Das hat sich nicht geändert, wobei hier oben ist es nicht mehr massiv, aber man kann trotzdem natürlich immer noch hier durchschießen. Und mal schauen, was hier sonst so ist. Okay. Kann man nicht mehr campen. Gab ja mal Leute, die hier ganz gerne rüber sind und dann hier oben drauf und von oben hier reingeschossen haben. Das ist komplett anders. Die Türen sind höher und der Eingang ist ein bisschen. Also insgesamt ist es von der Grafik her, von den Texturen her, wirklich schön gemacht. Es ist alles viel heller. Das muss einem auch schon mal auffallen. Man kann natürlich jetzt hier. Witzig, man kann jetzt hier viel besser campen. So, schauen wir mal rein hier. Also, das ist alles schon sehr anders. Wir gehen jetzt mal. Wow, aber man kann hier immer noch durch, natürlich. Oben, alles klar. Hier gibt es keine Box mehr. Man kann hier aber immer noch raus, ist klar. So, wir müssen natürlich dafür sorgen, dass wir genügend Zeit haben. So, so ist besser. Wunderbar. Jetzt fangen wir nochmal hier an. Also, wir kommen hier. Das ist alles schon sehr unterschiedlich, ne? Also, das muss man wirklich sagen. Dieser ganze Bereich hier ist einigermaßen gleich, aber es ist alles viel heller. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich persönlich. Hier kann man immer noch natürlich boosten. Alleine kann ich das natürlich nicht. So, hier ist nur noch eine. Und die scheint man nicht mehr. Pit ist viel heller. Die Treppe hier ist ganz anders. Wow, die ist wirklich komplett anders. Hätte ich nicht gedacht. Wenn man sich das mal anguckt. Normalerweise kann man ja hier. Normalerweise würde man jetzt hier. Okay, das war jetzt kein guter Wurf, aber generell kennt ihr, man schmeißt das hier hin und springt hier hoch und kann dann von oben über diesen Smoke hier auf die Tür schießen als CT. Hier hat man ja früher ein Dach gehabt. Gegen das Dach hat man geworfen, dann kam sozusagen hier, plack, und dann kam er gleich hier runter, dann war hier die Flash. Hier ist auch noch ein Dach. Das Dach verstehe ich jetzt nicht so richtig den Sinn. Das liegt aber wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass das realistischer ist im wahren Leben. Weil hier natürlich, wenn das Geschäfte sind, würde natürlich
hier immer überall ein Dach sein, vor den Geschäften, wegen der wahnsinnigen Sonne. So, das Auto brennt nicht mehr. Das bedeutet, sie haben auf jeden Fall auf der einen Seite alles viel heller gemacht, auf der anderen Seite ist alles ein bisschen simpler gemacht. Das sieht man daran. Es hat natürlich einen großen. Oh, das ist bangable. Sehr schön. Man kann hier durchschießen. Wow, hier kann man durchschießen. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Auf jeden Fall ist dieser ganze Bereich hier komplett anders. So, jetzt kommen wir hier zu. Das geht immer noch. Jetzt sind wir auf Bombsite A. Das hat sich nicht so doll geändert. Cover ist anders auf jeden Fall. Ups. Witzig. Aber da kommt man wohl nur mit Boost hoch, oder? Ist hier irgendwo eine Ecke? Nee, sieht nicht so aus. Schauen wir mal. Hier, das gibt es immer noch. Kann man immer noch campen. So. Aber hier ist nicht mehr der Eingang, wo man sich so dahinter verstecken konnte. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, dass man sich hierhin so, weil es ja auch alles viel dunkler war. Jetzt ist es hier. Es ist nur noch ein Single Stack. Das müsste boostable sein, als mit jemand anders zusammen. Das hier ist auch anders. Ist insgesamt viel klarer. Viel einfacher. Das ist ja ganz anders hier wieder. So. Jetzt ist jetzt hier eine Treppe. Okay, das geht immer noch. Geht sogar sehr viel einfacher, weil jetzt hier ein neues Objekt ist. Diese Palette, die hier war. Normalerweise musste man ja immer darauf achten, dass man wirklich perfekt. Okay, hier kriegt man den anscheinend nicht mehr hin. Moment. Ne. Okay, hier gibt es keine Kante mehr, über die man darauf kommt. Aber hier ist es jetzt viel einfacher. Gut. Jetzt wollen wir mal schauen. Gehen wir mal durch die Tunnels. Lower Tunnels jetzt. Ganz anders. Aber alles viel heller. Das bedeutet viel weniger Orte, wo Leute einfach mal eben kurz campen können. Haha. Okay, alles klar. Hier durchwerfen ist nicht mehr so einfach. Oh. So. Na gut, da muss man natürlich dann erstmal wieder die neuen. Jo, das wäre ganz gut. Oh, das sieht ja ganz anders aus hier. Es kommt einem viel schmaler vor, auf jeden Fall. Der ganze Bereich hier. Hier, also man kann immer noch sich dahinter verstecken, okay. Aber dieses ist hier anders. Das bedeutet, dann kann man nicht so leicht sich dahinter ducken. Jetzt gehen wir gleich mal in Bombsite A. Witzig, man kann ganz gut sehen. Muss einfach mal schauen. Das sind natürlich alles Sachen. So. Die sieht auch komplett anders aus. Bombsite B. Die Box gibt's noch. Wieso habe ich da eben festgehangen? Ist da irgendwie. Ist ja witzig. Hier ist eine Wand. Obwohl man rüberspringen kann, aber es ist. Da hat wohl jemand bei der Programmierung Mist gebaut. Ich stehe hier auch ein bisschen komisch. Ich stehe irgendwie in der Luft. Nicht, dass das ein illegaler Pixelwalk ist nachher. Hier die. Gucken hier. So. Auf jeden Fall, das hier ist Bombsite B. Und die sieht komplett anders aus. Es ist alles viel heller und es ist wunderschön. Muss ich wirklich sagen. Sieht echt geil aus. Boah. Wenn ich springen könnte. Sorry, ist gerade erst rausgekommen und ich bin ein bisschen müde. So, auf jeden Fall, das hier ist schön gemacht. Das hat sich nicht groß verändert. Das kann man immer noch. Okay.
Construction gibt es auch noch. Eigentlich ist es. Oh. Ist, ja, das ist. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar besser ist für jemanden, der hier campt. Denn wenn wir hier mal reingucken. Früher war es ja so, dass das hier nicht massiv war, die Wand. Das bedeutet, man konnte, wenn man hier rauskam, wenn man mitkam als T, viel schwieriger zu sehen, wenn der gut ist. Aber ich frage mich, ob hier, die haben hier wohl Wände gebaut, weil hier ist nämlich eine Leiter, dass man da irgendwie raufspringt. Nee. Gut, muss man alles erstmal nochmal ausprobieren, ist klar. So, das hier sind die Türen. Sind die Türen. Sind wieder Holztüren. Und komplett durchschießbar. Sehr schön. Von dieser Seite auf jeden Fall. Ja, alles klar. Jo, alles klar. Wenn hier jetzt jemand. Ist ja auch eine komische Ecke hier. Wenn er hier steht. Das ist irgendwie komisch, oder nicht? Aber auch nicht mit allem Bangable natürlich. So. Jetzt wollen wir mal das gucken hier. Das ist der gute alte City Spawn. Der ist schon anders. Das geht noch. Kurz gucken. Ja. Kann man noch gut wegsmoggen. Bis hierhin. Müsste man mal gucken, ob das gut blockiert. Hier ist es gleich, fast gleich. Es sind alles kleine Nuancen, die hier geändert sind. Und hier geht es ja erstmal nur darum, darum zu gucken, was interessant ist für uns. So, jetzt wollen wir uns das gucken. Das ist immer noch, jo, von der Höhe ist es immer noch boostable. Ne, okay, alles klar, ich dachte jetzt schon. Dass man sich selbst hochboosten kann, aber das geht natürlich nicht. Witzig ist, dass sie alle Wege sind jetzt mit Treppen ausgestattet. Es gibt gut viele Winkel. Aber was mich so ein bisschen nervt, wenn man ganz viele Sachen gelernt hat, zum Beispiel, keine Ahnung, hier rauszurennen, auf der Seite zu rennen. Wobei, nee, breit falsch. Jetzt muss ich mal gucken, wie es von der anderen Seite aussieht. Das sind alles Sachen, die man dann sich in Ruhe anguckt. Würde sogar einigermaßen klappen, müsste man mal gucken, das müsste man ein bisschen anpassen. Aber insgesamt habt ihr jetzt gesehen, sollte auch nur ein erster kurzer Blick drauf sein. Hat sich schon ganz schön geändert. Man muss dann natürlich auch einmal durchgucken, wie die Zeiten ab jetzt sind. Also wie lange man von A nach B braucht, ist klar. Aber das ist, es ist einiges geändert. Es ist, was jetzt mal als Resümee einfach zu sehen ist, ist, dass das Ding... dass das neue Dust 2 auf jeden Fall ein viel helleres Anmuten hat. Es ist sehr viel heller. Es ist viel einfacher, Leute auch zu sehen dann natürlich. Und es ist aufgeräumter. Also das muss ich wirklich sagen, es gefällt mir gut. Es ist sehr viel aufgeräumter als vorher. Es ist natürlich die Map. Es ist einfach die Map, die alle Leute immer haben wollten und immer gespielt haben. Das ist die Map, die alle Leute immer gespielt haben, Dust 2. Und das hier sollte auch nur ein kurzer Einblick sein, wie sieht das neue Dust aus. Wenn man sich mit anguckt, hier, wenn wir jetzt hier hochgehen. Witzig ist, dass alle Objekte jetzt hier nicht mehr physikalisch, also sie fallen nicht mehr um. Das ist natürlich schon ein Problem. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. So.
Genau, das war der erste kurze Überblick. Wie gesagt, ist seit ein paar Stunden raus. Und jetzt noch mal ganz kurz, wenn ihr euch wundert, warum das bei euch nicht auftaucht, blende hier mal ein paar Screenshots dazu ein, müsst ihr Beta-Opt-in bei CSGO einfach einrichten. Dafür braucht ihr keinen Code. Es gibt Beta-Branches, also Zweige, Abzweigungen, Beta-Branches von anderen Spielen. Da muss man einen Beta-Code haben, sonst kann man die Updates nicht fahren. Hier ist es kein Problem. Anklicken, das richtige Release raussuchen. Ich zeige das hier. Und dann habt ihr auch ein anderes Menü in dem Sinne, dass ihr dann bei Dust 2 oben dieses New-Zeichen habt. Habt ihr es runtergeladen? Dann lasst es mich wissen und sagt mir, ob ihr mir zustimmt. Ich finde, es ist aufgeräumter, es ist heller, was wiederum dafür sorgt, dass man besser spielen kann und sich Leute nicht irgendwo campermäßig verstecken können. Findet ihr die Änderungen gut oder findet ihr sie schlecht? Das kann ja auch sein. Zum Beispiel, als Inferno neu rauskam, waren ja einige Leute genervt vom neuen Inferno, weil alle möglichen Spots nicht mehr gingen. Wir müssen jetzt natürlich erstmal die Spots lernen und auch, also Smoke-Spots, alle Grenade-Spots, da gibt es bestimmt bald wieder eine Trainingsmap für und dann ist das Problem auch ganz schnell gelöst. Lasst mich wissen, was ihr dazu meint in den Kommentaren. Lasst gerne ein Like. Ich hoffe, man sieht sich online, entweder in CS, in Overwatch oder in anderen Games. Und lasst gerne ein Abo da. In den nächsten Tagen werde ich mir das zweimal richtig reintun mit ein paar Freunden. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Bis dann, ciao.